Bauern reiben wir zu auf, ach nur wie ihre Schweine. Hier stinkt's. Wollen wir nicht lieber weiterreiten? Angst, Hauptmann? Sekretario! Wie heißt das Kloster? Weiß ich nicht, Herr Graf. Hier bin ich doch schon mal gewesen. Feldwebel, wir bleiben. Länger? Es wird schwer halten, Verbindung von hier mit dem Gros der Armee aufzunehmen. Die unglückselige Bataille von Hohenfeld hat die Truppe in alle Winde zerstreut. Und wenn wir es nicht finden, dann führe ich eben den Krieg auf eigene Faust weiter. Durchsucht alles! Quartier. Der Gustl soll alles richten. Und der Gustl? Was ist mit ihm? Den haben wir im Dorf zurückgelassen. Er hat so ein arges Mundfieber seit dem letzten Scharmützel. Herr Gottzer, hilf doch schon in drei Teufelsnamen. Ist auf einen Waschzuber her. Waschzuber her.
Den appetitlichen Vogel von da draußen. Appetitlichen Vogel von da draußen. Komm schon, los, zum Obrister. Und dass mir niemand schießt. Ihr wisst nicht, was sich hier in der Gegend herumdrückt. Was habt ihr denn da für einen Vogel? Der hat sich im Bärenstall versteckt. Komm mal her, du. Gehörst du zum Kloster? Was treibst du dich hier herum? Na, tu das Maul auf! Wie heißt du? Christian. Christian. Was machst du hier? Bin Stalljunge. Ja. Kannst du sonst noch was außer Pferde striegeln? Fechten und schießen. So. Mein Ding. Und lügen, was? Kann wirklich fechten und schießen. Wenn du gelogen hast, wirst du mit dem Professor Bekanntschaft machen. Ein Ding. Klosterfrauen gelernt? Potzblitz. Das hätte ich nicht gedacht. Schießen. Außerdem ist gar kein Pulver auf der Pfanne. Der Sekretarius soll sofort kommen. Willst du uns wohl jemand auf den Hals setzen, was? Schildwachen ausstellen. Hey, was? Da bin ich. Ich will dich nicht beinahe geschnappt, wenn sie solche Hammel wären. Die Courage fangen. Na los, raus da, hopp, raus. Da gehört schon andere Kerle dazu als diese elenden Hosenscheiße. Na, wie sieht's aus hier? Alles sicher? Verfluchtes Vieh! Junge, du bist ein Mädchen. Mir machst du nichts vor. Wenn jemandem einen Apfel in den Schoß geworfen wird, dann kneift ein Junge die Beine zusammen. Ein Mädchen aber fängt ihn mit dem Rock. Hab keine Angst. Ich verrate dich nicht. Hab's auch nicht anders gemacht vor etlichen Jahren. Nur genutzt hat's mir nicht viel. Damals. Und heute? Einen Goldfuchs für jedes Weibsbild, das in Männerkleidern herumläuft, um sich die Kerle vom Leibe zu halten. Das später. Kannst mir helfen. Fluchter Kerl, nehme ich doch vor! Ich hab...
hab sie, Herr Obrist, ich hab sie. Ach, ein anderer Wasserpanscher wäre mir lieber. Schöpfe den Jungen her. Er ist bestimmt geschickter. Er ist bestimmt geschickter. Pack dich und nimm den da gleich mit. Komm. Was willst du von dem Jungen? Er soll zum Obrister kommen. Was soll er denn beim Obristen? Leibpagendienste versehen. Wecken, beim Ankleiden helfen, Stiefel putzen, Arne schleppen. Und der Gustl? Der Gustl. Der kommt doch nicht wieder. Was hast du ausgeheckt? Der Junge bleibt hier. Den habe ich in Dienst genommen. Sag das deinem Obristen. Ich möchte aber doch. Herr B. Ja, da ist er. Hier, gieß. Frech dir. Nachher kratzt mir den Rücken. Das Läusevolk ist frech. Hat keinen Respekt vor einem kaiserlichen Obersten. Ach, ja, das ist gut. So, jetzt wird gekratzt. Was meinst, Christian? Sollten wir die Frau Äbtissin nicht bitten, sich umzudrehen? Für den Anstand wäre es besser, was? Hol mich, der Henker. Das Weib habe ich doch schon mal gesehen. Richtig, ja. Das ist doch die ehrwürdige Mutter. Mutter Admirabilis. Lebt der Drachen noch? Sie ist vor 2 Jahren gestorben. Ach. Jetzt hier hängt dort drüben. So. Warum sind die eigentlich alle geflohen? Wie die Bauern mit Hab und Gut zu uns kamen und die Nachricht brachten, dass ihr im Anrücken seid, sind sie alle weg. Einen schönen Ruf habe ich. Ja. Die Leute reden halt so. Was reden die? Ihr seid grausam. Schindet die Leute. Und lasst ihre Dörfer plündern und brandschatzen. Aber ich glaub's nicht. Deswegen bist du wohl auch nicht mit ausgerissen. Ja. Willst du bei mir bleiben? Als mein Postbub? Ja. Bist du schon lange hier im Kloster? Sag mal, hast du unter den Mädchen eine gekannt? Eine mit so schwarzen Locken. Die hieß... Die habe ich nämlich vor ein paar Jahren hierher gebracht. Hier waren so viele junge Mädchen. Zusammengekommen bin ich nicht mit ihnen. Ich war doch im Stall. Naja, es hätte ja sein können. So, jetzt gib mir das Handtuch. Los! Herr Obrist, die Gans wünscht, verspeist zu werden. Erst wird rasiert. Hast du das auch bei den Klosterfrauen gelernt? Fertig? Mach Licht. Ich habe noch zu schreiben. Nun? Gefall ich dir so? Zünd's da drüben an. Ab heute schläfst du in meiner Nähe, wie sich's für einen gräflichen Pagen geziemt. Und morgen kümmerst du dich um die Rösser. Reiten kannst du doch. So gut wie fechten? Ja. So gut wie schießen? Ja. Na dann lauf. Gute Nacht, Herr Obrister.
Courage. Hab's gewusst, dass du kommst. Magst du eine Verstärkung? Hör auf mich. Sowas geht nie gut aus. Ein, zwei Tage. Und dann war alles umsonst. Wieso umsonst? Jetzt ist es zu spät. Hast du die Suppe eingebrockt, musst sie auch auslöffeln. Wenn du aber mal bis an den Hals im Dreck steckst. Na, du weißt schon. Die Courage haut dich raus. Wie alt bist du eigentlich? Christine. Ich werde 17. Warst du immer hier im Kloster? Nein. Seit 3 Jahren. Als was denn? Zögling. Und warum bist du nicht mit den anderen? Keine Lust gab, mich länger über die Achseln ansehen zu lassen. Ich bin doch eine Lutherische. Dafür straften sie mich, wo sie nur konnten. Knie nieder. Knie nieder. Bitte. Bitte. Ich bitte. Und was hast du in Wirklichkeit ausgefressen? Gesungen habe ich. Gesungen? Ja, ein Landsknechtslied. Aber das singt doch unser Regiment. Die Bauern treiben wir zuhauf, grad so wie ihre Schweine, und hängen sie zum Trocknen auf, wie Wäsche auf die Leine. Dann räumen wir die Truhen schwer, was fehlt, vermerkt kein Schreiber. Dann saufen wir die Fässer leer und lieben ihre Weiber. Jeria, Jeria, vivat unser Meria. Komm du mal mit deinem Meria. Meria, Meria, Meria. Ach, ich geh schlafen. Geh nur, dumme Gans. Lass mich doch in Ruhe. Bitte. Immer hatten sie an mir was auszusetzen. Jetzt bin ich frei. Meinst du? Das bist du nie. In Kriegszeiten schon gar nicht. Hier. Nimm. Soll ich das haben? Damit du mich nicht verrätst. Und du kennst die Courage nicht. Hast noch nie was von ihr gehört? Nein. Dann frag nur die Landsknechte nicht nach ihr. Die könnten dir sonst was erzählen. Gustav Adolf. Gold? Echt? Ja. Wo hast du das denn her? Von meinem Vater. Er hat es vom Schwedenkönig selber bekommen. Ich heiße doch auch nach seiner Tochter Christine. Du sollst auch etwas von mir bekommen. Zum Glück bringen. Der Heilige Vater hat es selber geweiht. Es lag oben auf in einer Schatulle voller Goldfüchse. Einem toten Bettelmönch habe ich es unter dem Hintern weggezogen. In der Battaglia von Cassano, da unten im Italienischen. Er hat draufgesessen wie ein Dukatenscheißer.
Und dein Vater sagt, du hast dich ins Kloster gesteckt, als Lutherische. Aber nein, der Obrist. Damals war er noch Major. Welcher Obrist? Na, der Merian. Der Merian? So. Deshalb bist du wohl auch hier geblieben. Ja. Na. Dann hast du ja viel Vertrauen zu ihm. Warum sollte ich nicht? Nach all dem, was er für mich getan hat. Er hat mir das Leben gerettet. Marodeure hatte die Hütte der Bauersleute in Brand gesteckt, nachdem mich mein Vater vor seiner langen Reise in Pflege gegeben hatte. Als ich die Augen aufschlug, erschien er mir wie vom Himmel gesandt. Jeria, Heiria, reiten mit dem Merian, reiten, reiten. Tritt näher, Christina. Wie ist dein Vaters Name? Enkefort. Leben deine Eltern noch? Meine Mutter ist tot. Und dein Vater? Ich weiß nicht. Du musst doch wissen, ob dein Vater lebt oder nicht. Was war er denn, dein Vater? Bauer? Brauchst keine Angst zu haben. Geistlicher. In der Marienkirche in Stralsund. Ich bedauere, Herr Graf, aber in unserer frommen Stiftung ist kein Platz für eine Ketzerin. Was kann das Mädchen dafür, dass sein Vater... Wir sollten die Kinder nicht für ihre Eltern verantwortlich machen, ehrwürdige Mutter. Könnte der Gedanke nicht euer gestrenges Herz erweichen, ein verirrtes Schäflein in den Schoß der Kirche zurückzuführen? Bei mir kann ich das Mädchen nicht behalten. Und sie verspricht uns, brav zu sein. Nicht wahr, Christine? Ja. Warum sagst du mir nicht, wer du bist? Damit er mich gleich wieder in ein anderes Kloster steckt? So dumm bin ich nicht. Nur gut, dass ich mir die Haare abgeschnitten habe. Er hat mich sogar nach mir gefragt. Was hast du ihm gesagt? Ich kenne mich nicht. Das weiß der Teufel. Was? Sei ruhig. Es braucht niemand zu wissen, dass du bei mir bist. Courage! Lass mich rein! Ich hab mit dir zu reden! Zu reden? Na, warte! Da, du Schwein! Hui Deibel, du Saumensch! Einen alten Freund so übel zu traktieren! Du bist am falschen Bett! Die Courage wartet da drüben auf dich! Die haben keinen Respekt mehr! Dem Hurenmensch werde ich's eintränken! Bei denen da drüben hat's auch mal mit der Liebe angefangen! Und so geht's aus mit einem, wenn man... Naja, eben wenn. Was willst du von mir? Ich bin draußen geblieben. Was hast du auf dem Herzen? Weißt du, wo die Sachen vom Gustl sind? Bei den Packpferden finde ich nichts. Ja, du stinkst wie der leibhaftige Gott sei bei uns. Das Hurenstück, einen Christenmenschen so zu traktieren. Wenn ich nur wüsste, wo die Sachen sind. Der neue Trossbub soll sie tragen. Und wenn der Gustl wiederkommt? Oh, der kommt nimmer wieder. Er hat ins Gras beißen müssen. Der arme Bub. Herr Merian hat kein Glück. Der dritte Trossjung in einem Jahr. Der Packsack ist bei mir. Na, gib her. Am besten der Junge kommt zu mir. Aber morgen früh muss er aber... Ja, doch, ja. Lass mich nur machen. Na, geh schon. Thank you.
versteckst du denn? Ich hab dich überall gesucht. Von der Courage? Ja. Nimm Sand. Dem Herrn Obrister bringst du um 8 Uhr seinen Hirse bei. Aber dass du mir pünktlich bist, sonst reiß ich dir die Ohren ab. Bald! Na, wo steckst du denn? Ich schneide dir die Ohren ab, wenn die Stiefel nicht im Windeseile bei dem Herrn Cornett sind. Soll ich dir Beine machen? Hey, wo bleibst du denn mit den Reitstiefeln meiner Dame? So, Herr Cornett. Lass schon, ich mach das. Warum habe ich dich auch zum Kornett gemacht? Das hat man davon. Raus! Den Rapport später. Hast du schon die englische Lady gesehen, die heute Nacht angekommen ist? Nein. Da hast du was versäumt. Sie ist ein bezauberndes Weib mit allem, was dazugehört. Die ist eine Todsünde wert. Die Schildwacht, die ihr Unannehmlichkeiten bereitet hat, werde ich dafür belohnen. Und diesen Ring hier kriegst du gleich zu ihr, als Präsent. Mit einer untertänigsten Empfehlung vom obersten Grafen von Merian. Und er bedauere die Voreiligkeit der Schildwacht. Und frag sie, ob sie mit mir auszureiten geruht. Kommst aber gleich zurück, ich warte. Was gibt's, Doris? Ein Abgesandter des Herrn Obristen. Tretet näher. Tretet näher. Sei still, Darling. Es ist gut, Doris. Ruhig, Caligula, ruhig. Wollt ihr nicht Platz nehmen? Bitte, mein Herr. Euch schickt? Der Oberstgraf Merian bedauert sehr, dass seine Leute heute Nacht... Wer in Kriegszeiten reist, muss solche Dinge in Kauf nehmen. Bestellt eurem Grafen... Wie war das sein Name? Philipp Karl Alphons Graf von Merian. Wenn man einen solchen Fürbitter schickt, kann ich nicht hartherzig sein. Kann ich euch etwas anbieten? Aber so setzt euch doch. Oh, welch schöner Ring. Der Herr Graf erlaubt sich euch für die Inkommodation heute Nacht diesen Ring durch mich zu überreichen. Euer Graf ist ein Kavalier. Ich werde ihm persönlich danken. Richtet ihm aus, er wird mir jederzeit willkommen sein. Ihr geht? Ich bitte, mich beurlauben zu wollen. Und dann lässt der Herr Graf die Lady fragen, ob sie mit ihm auszureiten geruhe. Die Lady geruht. Ihr habt ja eiskalte Lippen, aber dafür bestimmt ein heißes Herz. Doris! Ich wette, der Junge hat noch nie eine Frau umarmt. Hast du gesehen, was er für Augen gemacht hat? Aber eines Tages wird schon die Richtige kommen. Nun? Wie hat sie's aufgenommen? Na, red schon. Sie gefällt euch wohl sehr. Natürlich, Junge. Dir etwa nicht? Das ist noch etwas anderes als diese Bauerndirnen und Forstmenschen. Das spürt man doch direkt in der Nase. Die große Welt. Und um euch zu gefallen, muss man so aussehen wie die Lady? Junge, du stellst aber Fragen. Ach, ich verstehe. Eifersüchtig? Die Lady hat ja Avancen gemacht. Ah, du stehst nur. Nun? Aber eins sage ich dir, Christian.
Die Lady gehört in mein Jagdrevier. Verstanden? Und will, dann gibt's nicht. So, nun geh. Was hat sie mir nun eigentlich sagen lassen? Die Lady lässt dem Herrn Obersten danken für den Ring. Ausreiten will sie auch gleich mit ihm. Was? Gleich? Da soll doch der Blitz und Donner reinschlagen. Sekretario! Sekretario! Höllenhund, wo steckst du? Hier! Rasch! Einen besten Rock, einen spanischen Hut, meine Handschuhe. Aber bleibt bei der Sache! Wenn's euch beliebt, so wendet euch an den Herrn Obristen. Was der antwortet, kann ich euch vorher sagen. Der Fonette hat recht. Spar dir das Lamentieren. Was will der Mann? Beschwert sich über die Courage. Die Marketenderin ist von mir privilegiert. Ja, aber sie darf doch nicht fremden Wein in meinem eigenen Gasthof ausschenken. Maul halten! Sei froh, dass es noch deiner ist. Der Herr Obrister... Nicht für die Courage, immer zu sprechen. Dann soll ich dir, Bube, die Goldstücke vorrechnen, die du bei mir in Kreide stehst. Also zum Herrn Obristen bist gelaufen, du Halsabschneider. Man sollte dir das Handwerk legen. Ah, damit du die Leute besser rupfen kannst mit deinem gepanschten Wein. Schnapphände. Gepanscht, sagst du? Der war aus deinem Keller. Ah, gestohlen hat sie auch noch. Aus meinem Keller, diese Diebe. Ach, du Spitzbube. Was unterstehst du dich an ehrbare Damen so zu verunglimpfen? Helfen Sie mir, gnädigster Graf. Ich werde bestohlen, ich werde beraubt. Dieses Wein. Herr Obristen, ihr kennt mich. Maul halten! Alle beide! Wenn dein Wein nicht gepanscht ist, dann darfst du ihn ausschenken. Wenn er aber gepanscht ist, dann schenk ihn die Courage aus. Mein Wein! Mein Wein! Wenn du noch länger greinst, wird man dir statt des eigenen Weines den schwedischen Trunk kredenzen. Hast du aufgepasst, Christian? Das nächste Mal machst du's. Was für ein Mannsbild, dein Merian. Christine. Ich bitte dich, nenn mich nicht so, wenn das einer hört. Donnerwetter, die Lady sitzt zu Pferd. Euer Kornett ist ein schmucker Bursche, Herr Graf. Er ist noch sehr jung, Milady. Man kann nie jung genug sein, Graf. Der Merian hat seine Pistole vergessen. Erst vorgestern ist ein Konvoi Kaufleute überfallen worden. Allen hat man die Gurgel durchgeschnitten. Ich habe keine Angst um Philipp. Mit dem Dolch kann er keine Kugel abfangen. Er wird sich schon seiner Haut wehren und sie für die schöne Lady zum Markt tragen. Hältst ihn immer noch für den strahlenden Ritter vom Himmel gesandt. Er ist halt ein Mann. Und du warst damals noch ein Kind. Und jetzt möchtest mit der da tauschen, hm? Ich? Bin kaiserlicher Kornett. Aber wenn dir jemand die Hand auf die Brust legt, dann... Bist du es gewesen? Guten Tag, Regiment, Merian. Danke. Versorgt euer Pferd und lasst euch vom Couragemeister mit Proviant versorgen. Was gibt's denn Wichtiges, Kornett? Man fahndet nach einem schwedischen Emissär auf dem Wege nach Wien. Nach Wien? Zum Kaiser? Die machen Frieden. Was geschieht dann mit uns? Wir werden brotlos. Wünschst du dir denn keinen Frieden? Nein, da sei Gott vor. Das wäre ja kein Leben mehr. Ich fände es herrlich, wieder Weib sein dürfen. Ich habe da was eingekauft. Was ganz Besonderes. Brüsseler Spitzen, spanische Kragen. Nun, habe ich zu viel gesagt? Hände weg! Hab dich nicht so! Ich möchte nicht wissen, woher du das hast. Schön. Kaufst du mir die? Irr dich nicht, mein Täubchen. Schade. Warum kommst du eigentlich nie zu uns? Wir würden sehr nett zu dir sein. Her damit! Hast du ja selbst gestohlen! Ach, halt dein ungewaschenes Maul. Ich hab's mit gutem Gold bezahlt. Ich will ja auch zahlen. Hey, hast du den Leutnant Schnirrwind gesehen? Der ist in der Schankstube. Leg die Spitze nur beiseite. Sie ist gekauft. In einer Stunde bringe ich dir das Geld. Ist der sehr teuer? Die englische Lady hat denselben genommen, aber noch nicht bezahlt. Ich hab noch einen viel schöneren. Hier. Den habe ich der Lady gar nicht gezeigt. Wie gut er dir steht. Lieber Junge, Herr, helf mir! Sie bringen ihn um! Sie bringen ihn um! Wer wird umgebracht? Mein Hahn! Mein Hahn! Wie lässt ihn noch sein? Da, hört ihr? Kommt, Junge, Herr! Ihr seid ein rechtlicher Mann, sagt er. Ihr werdet nicht dulden, dass so eine arme alte Frau das Herz verlor.
Ein Meldereiter hat's gebracht. Die Kaufleute haben wir in unserem Schutz mitgebracht. Milady? Ich danke euch. Leipzig. In was? Macht, was ihr wollt. Vor zwei Tagen ist nicht. Die Rösser brauchen ihre Ruhe, sonst krepieren sie mir im Geschirr. Darf man erfahren, mit was ihr Handel treibt? Italienischen Wein und orientalischen Gewürzen. Hab schon gedacht, mit Traktätchen. Ja, nichts für ungut. Vom Besten. Bald ist das Hähnchen soweit. Ist's erlaubt? Eine Bitte, Ruf. Vom Besten. Heute ist Reminis zurück. Da kommen die Palmkätzchen bald. Der Winter war heuer streng. Aber nicht so wie Anno 36. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ihr wart doch sicher damals noch sehr jung. Noch ganz genau. Sogar der Öresund war zugefroren. Mit Schlitten konnte man darüber fahren. Kennt ihr die Gegend? Ja. Ich habe meinen Vater auf seinen Reisen begleitet. Durch ganz Europa. Auch oben im Norden sind wir gewesen. Dichter Nebel lag über dem Öresund. Gib das Zeichen. Selten traf man eine Menschenseele. Und wenn, so war es ein guter Freund. Auch ich hatte einen guten Freund. Sein Name war Enkefort. Daniel Enkefort. Er hatte eine kleine Tochter, Christine. Mein Freund Daniel ist tot. Ich habe es erst später erfahren. Der Piccolomini hat ihn vom Leben zum Tode bringen lassen. So? Was aus dem kleinen Mädchen geworden ist, weiß ich nicht. Ob man hier ein Pferd bekommen kann? Ich muss weiter nach Eger, wenn möglich noch heute. Hey! Wirt! Der Herr braucht ein Pferd. Das letzte hat man mir gestern aus dem Stall gezogen. Aber ein Nachtquartier werdet ihr doch für mich haben. Ja, wenn ihr mit einem Kämmerchen vorlieb nehmen wollt. Ihr sollt sofort zum Obrister kommen. Gott befohlen.
gehen, auch wenn jedem einen schwedischen Emissär. Na schön, auch gut. Christian, es gibt eine Sauhatz. Der Hauptmann wird dich instruieren. Im Vertrauen gesagt, Cornett. Ich soll zwar nicht darüber reden, aber unter uns. Ein Abgesandter von Bernhard von Weimar an den kaiserlichen Hof in Wien soll unterwegs sein. Mit einem Friedensangebot. Und das passt uns gar nicht in den Kram. Den Leutnant Schnierwind wollte ich zu Hilfe nehmen, aber ich kann ihn nicht finden. Läuft sicher wieder hinter einem Weiberrock her. Also machen wir es beide. Die Kaufleute übernehme ich und du das andere. Öffnen! Hey, wollt ihr die Augen machen? Eine Unruhe ist das im Haus. Mein Schluckkästchen. Sie suchen einen. Der Feldwebel hat es mir verraten. So. Hoffentlich wird man mich nicht belästigen. Gib mir die Perlenschnur. Ich will mich heute Abend besonders schön machen. Kommt seine Lordschaft heute? Ich glaube kaum. Der Graf und seine Offiziere sind bei mir zum Gast. Der Kornett auch? Ah, ich denke. Und wenn seine Lordschaft doch kommen sollte? Würde ich mich nicht stören lassen. Öffnen! Aufmachen! Ihr wünscht. Durchsuchen. Öffnen. Liegen lassen! Der Mantel dort. Die Tasche im Kragen. Nichts. Nichts. Entschuldigt das Inkommodieren, aber in Kriegsläuften. Ihr habt hier schon? Ja, alles in Ordnung. Was gefunden? Nein. Ich auch nicht. Hab mir es gleich gedacht. Die hohe Generalität hat Gespenster gesehen. Der Krieg geht lustig weiter. Ich werde dem Obristen das Ergebnis vermelden. Von einem baldigen Frieden. Was glaubt ihr davon? Wer hat in diesen Zeiten am Frieden ein Interesse? Kann es mir besser gehen? An der Seite einer schönen Frau? Mhm. Bei Musik und Wein? So liebe ich das Leben.
bleibt nur der Kornett? Es ist doch schon so spät. Würdet ihr die Güte haben, den Kornett zu rufen? Zu euren Diensten, Milady. Verlangt nach dir wie nach einem Buhlen. Ach, gönn ihr den Spaß. Sag mal, Courage. Hm? Hab ich eigentlich gar keine Reize? Komm, ne? Lass weg hier! Ruhe! Auf die wirkst du wie Baldrian auf die Katzen. Ja, als Junge. Tja, Christian, ich hab's dir gesagt. Zwei Herzen lieber, und ein Herz unserer edlen Gastgeberin nicht über das Maß in Anspruch nehmen. Gute Nacht, meine Herren. Mein Name ist Lord Winterton. Lord Winterton? Passiert. Mabel? Mabel! Mein Mann. Thank you.
verdient Applaus. Ich hatte nicht erwartet, in diesem gottverlassenen Nest eine so köstliche Mädchenblume zu entdecken. Wäre es sehr unhöflich von mir, euch um Gastfreundschaft zu bitten? Seid unbesorgt. Ein Kavalier weiß sich einer Dame gegenüber zu benehmen. Meine Frau hat sich bereits zur Ruhe begeben. Kann ich sie stören? Mein Name ist Lord Winterton. Ihr kennt die Lady? Ja. Ihr habt gesprochen? Ihr seid nicht stumm. Oh Wunder, wie schön ihr seid. Sag das noch einmal. Wie schön ihr seid. Dieser liebliche Hals, diese Schultern. Willst eine weiße Lilie du zu einer roten Rose machen? Küss eine weiße Galatee. Sie wird errötend lachen. Bin ich dir wirklich, dass ich schön bin? Ja, mein Engel. Pardon? Ich wusste nicht. Ihr seid nicht allein. Habt keine Angst. Aber es ist besser, ihr geht. Jeden Augenblick kann er zurückkommen. Oh. Ein Kavalier pflückt nicht in einem fremden Garten, auch wenn die Rose noch so bezaubernd ist. Euer Passierschein. Lord Winterton ist so gütig und wird euch in seinem Reisewagen mitnehmen. Hast du die Papiere seiner Lordschaft geprüft? Sie sind in Ordnung. I beg your pardon, Sir. Sind wir uns vielleicht früher schon einmal irgendwo begegnet? Euer Gesicht kommt mir so bekannt vor. Nicht, dass ich wüsste. Sonderbar. Ich hätte geschworen, aber wenn ihr es sagt, habt ihr nicht eine Schwester? Nein. Seltsam. Der Pass für euch und die Lady. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Vielen Dank. Mein Wagen wartet. Der Herr Graf? Milady? Ich bedauere unendlich die rasche Trennung. Ich auch, Herr Graf. Man ist nicht immer Herr seiner Entschlüsse. Seine Lordschaft wünscht und ich gehorche. Darf ich euch nun zu eurem Wagen geleiten? Christine Enkefort, was hält euch hier bei unseren Feinden? Ich gehöre hierher. So. Ihr werdet noch die günstige Reisegelegenheit verpassen. Wie du willst. Aber wenn einmal der Krieg aus ist und du weißt nicht wohin,
auf, Christian. Du wirst mich nie besiegen, wenn du deine Gedanken nicht zusammennimmst. Das war falsch. Vorhin den Läufer hast du doch ganz geschickt durch die feindlichen Linien gebracht. Also nochmal zurück. Weibergeschichten? Unter uns, Christian, lass dir von einem erfahrenen Mann raten. Nicht an die Weiber hängen. Kommen lassen. Nehmen. Und die Lady? Lady? Bist du darauf reingefallen? Lady? Eine Schlampe. Eine abenteuernde Sängerin aus der Operntruppe des Landgrafen von Hessen. Und der Lord? Nichts Besseres. Ein davongelaufener Komödiant. Ein Glücksritter. Pack. Schach. Sieh mal an. Was gibt's? Die Unsrigen sind beim Fouragieren in Orla auf den Gegner gestoßen. Wer hat euch den Bären aufgebunden? Nun? Gestern Abend, wir hatten schon die ersten Häuser durchsucht, fielen plötzlich Schüsse. Na und? Schach. Leutnant Schnierwind hat's erwischt. Und sein Pech. Garde. War er gleich tot? Herzschuss. Woher haben die Bauern denn Musketen? Da stecken die Schwedischen dahinter. Aber die liegen doch weit hinten im Westfälischen. Macht nichts. Steif und fest behauptet wird's schließlich Wahrheit. Und die kann man drehen und wenden, wie man sie braucht. Ich habe Garde gesagt. Nimm dich zusammen. Verstehst du da noch? Raus! Zum Schach gehört eben Kopf, mein Junge, und nicht Herz. Kopf! Schach! Da mach dir nichts draus. Mut hast du bewiesen. Matt! So. Nimm dir ein paar Leute und zeig den Bauern, wer hier der Herr ist. Wenn du Glück hast, ein Leutnantspatent ist ja nun frei. Aber fass es hart an, das aufsässige Bauernpack. Und dann sieh zu, dass du Gefangene machst. Die sind immer gut. Man erfährt von ihnen was, wenn man sie presst. Da liegen die Gefangenen. Das hast du gut gemacht. Leutnant Christian Enkefort. Na schon gut. Jede Tat verdient ihren Lohn. Wir rücken noch heute weiter. Hier. Immer noch besser als draußen im Zelt. Wenn das Gepäck und die Feldakten da sind, will ich die Gefangenen sehen. Jakob, Obrister, die Bauerndirne wird bis dahin da oben eingesperrt. Die Männer bleiben, wo sie sind. Und dass mir die Toten unter die Erde kommen.
Bringt das Feldbett in die Kammer nebenan. Na los, macht schon. Sekretario! Der Feldwebel soll die Gefangenen bringen. Und du rufst den Leutnant Enkefort zum Protokoll. Also gut. Du kannst dein Maulleder nicht auseinanderkriegen. Ruf den Profoss. Du hast etwas zu verbergen. Gesteh's. Profoss, bring ihn zum Reden. Nicht hier. Draußen. Verbranntes Fleisch stinkt. Soll der Kerl das mal aufmachen? Ich kann es auch nicht ändern. Hab dich nicht so zimperlich. Knöpfte die Ohren zu. Wenn die Leute nicht sagen wollen, was sie wissen, muss man sie zwingen. Einem Weib würde mir das gefallen, aber ein Mann... Soll ich den anderen bringen? Mit dem Bauern dauert's noch seine Zeit. Nein, nicht lang, mach schon. Wie alt bist du? 16. Was weißt du von den Schwedischen? Nichts. Er hat geschossen. Ich nicht. So. Du nicht. Wer dann? Das ist alles, was ihr könnt. Menschen schinden. Halt's Maul! Du redest dich um deinen Hals. Was? Hol das Mädchen. Aus dem Jungen kriegen wir nichts heraus. Weiber sind redseliger. Wie heißt du? Barbara. Barbara. Man wird euch alle hängen. Aber eine Rettung gibt's für euch. Sie liegt allein bei dir. Gefällt's dir, mich heute Nacht aufzusuchen? So seid ihr morgen frei.
Alle. Warte ich aber heute Nacht auf dich vergebens, dann... Da draußen, vor dem Haus, die Eiche. Du kennst sie ja. So, jetzt kannst du gehen. Barbara, du bist frei. Kannst gehen, wohin du willst. Auch fliehen. Meine Bedingung kennst du. Nun, wie gefällt sie dir? Find sie grob und bäurisch. Das verstehst du nicht. Hierher gehört solch ungebärdiges Blut. Das Mädel gesehen? Das ist doch was für ihn. Er hat's doch immer mit den Schwarzen. So wie du eine bist. Wie ihr, Herr Leutnant. Was brauchst du denn dafür einen Sud, tolle Hexe? Heilige Mutter Gottes. Euer Gerede wird mich nur an den Galgen bringen. Wer gehängt wird, bestimme ich. Das schmeckt. Kapaunbrüste mit würziger Tunke. Das gibt Feuer. Weibsbild. Ah, der Christian. Hast die Barbara gesehen? Jetzt hältst du mich wohl für einen gemeinen Kerl, der sich die Weiber gefügig macht und mit Gewalt zwingt, ihm zu willen zu sein. Ja? Das Mädel liegt mir im Blut. Kannst du das nicht verstehen, Christian? Der ist ja noch so jung. Wirst sehen? Bei der Abend liegt sie in meinen Armen. Und mit dem Aufhängen, naja. Damit hat's noch seine gute Weile. Na, habe ich denn Zeit lang, um ihre Gunst zu werben? Wer weiß, wo wir morgen sind. Das Mädchen nicht aus dem Kopf. Na, lass das Gewische, machst mich ja ganz kribbelig. Bist du mal fertig mit dem Fraß? Lasst euch schmecken. Muss doch Hunger haben. Ich mag nicht. Was hat er denn? Bei dem fängt wohl auch das Blut an zu rumoren. Machst Courage, wir kennen das. Wenn man jung ist.
Ihr habt einen Hunger für zwei. Was wollt ihr? Ihr braucht mich nicht holen. Ich gehe allein. Hast dich entschlossen? Würdet ihr euren Vater und Bruder dem Professor überlassen? Ich weiß nicht. Aber ich. Und ich lasse ihn nicht aufhängen. Ich nicht. Was wollt ihr eigentlich von mir? Hast du keine Angst? Angst? Vor euch? Zu ihm zu gehen. Ihr kennt doch sicherlich die Liebe. Wie auf dem Land. Und schließlich ist es ja das Schicksal jeder Frau. Und er ist ein schöner Mann. Er? Er ist ein Teufel, ich hasse ihn. Er gefällt dir also nicht? Brauchst nicht, wenn du nicht willst. Ja, aber... Versprich mir, dich hier in deiner Kammer ganz ruhig zu verhalten. Mach keinesfalls einen Fluchtversuch. Er würde dir nichts nützen, man würde dich ergreifen. Dafür sollt ihr morgen alle frei sein. Und gehen, wohin ihr wollt. Frag nichts. Ich weiß genau, was ich tue. Willst du? Mädchen deiner Art zu warten. Komm her, du. Wird's bald? Thank you.
Verfluchte Dirne, wo steckst du denn? Barbara! Barbara! Secretario! Feldwebel! Ihr hört denn keiner! Lasst euch das Gedärm aus dem Leibe reißen! Pass doch auf, du Tropf! Wo ist das Mädchen? Weiß nicht. So, du weißt es nicht. Was weißt du schon? Der Enkefort soll sofort herkommen. Enkefort herkommen. Leutnant Enkefort zum Obristen. Leutnant Enkefort zum Obristen. Leutnant Enkefort. Zum Obristen! Leutnant Enkefort! Lass nur, ich sag's ihm. So weit ist es also gekommen. Habe ich's dir nicht vorher gesagt? Sich einfach aus dem Leben stehlen. Schämst dich nicht! So, und beichte. Bist du eifersüchtig auf dieses Bauerntrampel? Hast du immer noch nicht gemerkt, wohin der Hase läuft? Bei deinem edlen Ritter, dem Grafen von Merian. Er sieht schon zu, wo er bleibt. Nicht nur bei den Weibern. Der geht über Leichen. Mach's doch wie ich. Abgebrüht muss man sein und mitmachen, sonst. Sonst geht man vor die Hunde. Ach. Kopf hoch und lauf. Hier. Er hat schon nach dir gerufen. Obriste? Da bist du ja endlich. Ich muss dir wohl erst deine Staffette schicken. Weißt du, wo das Weibsbild abgeblieben ist? Welches Weibsbild? Ach, welches Weibsbild? Frag nicht so dumm. Das weißt du doch ganz genau. Die Bauerndirne. Die? Die ist weg. Weg? Ja. Mit den anderen. Was redest du da? Weg! Wer hat sich das unterstanden? Ich. Der hatte ja eure Bedingungen erfüllt. Woher weißt du das? Man hat es sehen können. So? Hat man das? Und da? Habe ich sie freigelassen. Ihr hattet das versprochen. Versprochen? Versprechen und Halten ist zweierlei. Die Dirne muss her. Sofort. Ich dulde keine Insubordination. Merkt ihr das? Feldwebel! Profoss! Ah, ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Schafft mir die Gefangenen zurück. Hetzt die Bluthunde hinter ihnen her. Aber dass mit der Bauerndirne kein Haar gekrümmt wird. Die Männer knüpft an den nächsten Baum. So, man ist hier auf den Fersen. Wir können nicht weit sein. Die Reiter werden sie bald eingeholt haben. Setzt euch. Alles läuft wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen. Habt ihr eine geruhsame Nacht gehabt, Herr Obrister? Geruhsam gerade nicht. Na, erzähl! Ja, also, ich sage euch... Ja.
Die Bauernsohne hätten wir. Der Mann hängt. Wie befohlen. Nur der Junge ist uns entwischt. Bringt das Mädchen in ihre Kammer. Ich sehe dann später nach ihr. Los, Fahrrad, Sprung! Und um das Vergnügen sollen wir uns von den Friedensengeln in Wien bringen lassen? Nein, nie und nimmer. Wir werden schon dafür sorgen, dass der Krieg so lange dauert, wie wir es wollen. Und unseren Teig erfüllt und unseren Tisch und unser Bett versorgt. Herr Obrist, ihr seid in meinen Augen das gemeinste Stück Vieh, das des Kaisers Rock in Unehren trägt. Leutnant Enkelfort, dafür werdet ihr mir Genugtuung geben. Der Leutnant begibt sich in sein Zelt. Alles Weitere regelt ihr. Heute Nacht warst du anders. Rührt mich nicht an. Aber Barbara, erinnere dich doch. Wo nichts gewesen, gibt's nichts zu erinnern. Ich war nicht bei euch, wie ihr glaubt. So? Ich hätte auch gar nicht gekonnt. Euer kleiner Leutnant hat mich geheißen, in meiner Kammer zu bleiben. Die Tür hat er verriegelt und uns heute früh alle drei freigelassen. Du weißt nicht, wer an deiner Stelle bei mir im Bett gelegen hat. Nein. Wasch! Gibt's hier im Ort noch andere Weiber? Außer denen da? Nein. Wer war denn das heute Nacht? Ich denke, die Bauerndirne war bei euch. Das habe ich auch geglaubt. Hast keine Vermutung, wer es gewesen sein könnte? Sie trug ein kleines Kreuz an einem dünnen Kettchen um den Hals. Nein. Den Streich hat mir der Enke fortgespielt, zu allem. Was soll er mir büßen? Ist es wahr, dass ihr euch mit ihm schlagen wollt? Ja. Ich lasse mich nicht zum Narren machen. Ich weiß, wer bei euch war. Auf einmal? Wer? Der Leutnant Christian Enkelfort. Christine Enkelfort. Nur ein Mannsbild kann so dumm sein und nichts merken. Fasst sie nicht zu hart an. Das lasst nur meine Sorge sein. Eine Versöhnung ist nicht möglich? Nein. Leutnant Enkelfort, hier trennen sich unsere Wege.
Geht. Zieht euch Weiberröcke an. Grönland Engefort, ihr besteht also wissentlich das Dekret seiner römisch-kaiserlichen Majestät, durch das alle Duelle und Raufhändel im Heere verboten sind, gebrochen zu haben. Ja. Ihr gebt damit eure schwere Verfehlung zu, durch die der kaiserliche Obrist Philipp Graf von Merian den Tod gefunden hat. Ja. Somit verkündige ich euch den Spruch des Kriegsgerichts. Im Namen seiner römisch-kaiserlichen Majestät Ferdinand III. Ist der Leutnant Christian Engefort für schuldig befunden worden. Er wird mit Schimpf und Schande aus der kaiserlichen Armee ausgestoßen. Sein Name wird in den Listen des Heeres gelöscht für alle Zeiten. Ich übergebe nun den Mörder des Grafen von Merian der Gerichtsamkeit dieser Stadt. Christian Engefort. Wir haben die Aussagen der Zeugen vernommen und das Geständnis des Angeklagten gehört. Trotzdem verlangen die Gesetze unserer Stadt ein öffentliches Bekenntnis vor diesem Richterstuhl. Ich frage daher den Angeklagten Leutnant Engefort nochmals. Ihr gebt also zu, den kaiserlichen Obristen getötet zu haben. Nein. Vorhin sagtet ihr anders und die Zeugen bestätigten es. Ich habe nicht den kaiserlichen Obristen getötet, sondern den Mann, den ich geliebt habe. Den ich verehrt habe von Kindheit an. Der mir der Inbegriff aller Ritterlichkeit war. Ihr gesteht also, ihr habt den edlen Grafen von Merian getötet. Nein. Ein böses Tier. Was soll das heißen? Drückt euch deutlicher aus. Ich kenne die Grauen des Krieges. Bin ja in ihm geboren. Vater und Mutter durch ihn verloren. Ich weiß, hab selber gesehen, wie der Arme den Buckel hinhalten muss, damit wenige sich mästen. Hab gesehen, wie der Bauer, der nur einen Wunsch hat, sein hartes Brot in Frieden zu essen, drangsaliert wird bis aufs Blut. Hab erfahren, wie Treu und Glaube verfällt. Ja, auch ich habe getötet. Wie man es mich gelehrt hat, schon als Kind. Aber mein Degenstich galt einem Mann, dem nur der Krieg und seine Schrecken die Erfüllung seines Daseins waren. Nun richtet mich, wenn ihr vermeint, dass ich schuldig bin. Wir stimmen ab. Das Gericht hat besagten Leutnant Christian Engefort des Mordes schuldig befunden. Und er ist durch den Strang vom Leben zum Tode zu befördern. Da
wir vom Kriegsgericht vernommen haben, dass es einen Leutnant Christian Enkefort nicht mehr gibt, kann das Urteil nicht vollstreckt werden. Die Zeugin aber in diesem Prozess, Christine Enkefort, kann sich frei bewegen und ungehindert reisen, wohin es ihr beliebt. Das Gericht hat gesprochen. Wisst ihr schon, wohin ihr euch begeben werdet?